Ja, zu den Fragen, die an mich gestellt wurden. Erstens zu der Frage des BND-Mitarbeiters und der Kooperation mit einem amerikanischen Dienst will ich wiederholen, was schon gesagt wurde. Es handelt sich, wenn das so ist, um einen sehr ernsthaften Vorgang. Der Generalbundesanwalt ermittelt. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, so steht das für mich in einem klaren Widerspruch zu dem, was ich unter einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von Diensten und auch von Partnern verstehe. Und jetzt müssen wir die Ermittlungen des Generalbundesanwalts abwarten. 中德两国啊，可以说都是网络黑客攻击的受害者。中国政府坚决反对黑客攻击，反对利用网络窃取商业秘密、窃取知识产权。Und wir haben jetzt schon die